Hallo meine lieben Freunde, wieder einmal ist es Zeit für mein Wind Waker Let's Play und ihr habt es ja selber gesehen, im letzten Part habe ich das legendäre Master Schwert in meinen Besitz gebracht. Ich war tatsächlich in einem vergessenen Königreich unter dem Meer und habe dort in einem Schloss das Master Schwert gefunden, dasselbe legendäre magische Schwert, was einst der Held der Zeit verwendet hat, um Ganondorf zu verbannen. So, und jetzt besitze ich eigentlich so gut wie alles, um Links Schwester Ariel zu retten. So, den Turm der Götter kann ich mir sogar noch von Neptunus einzeichnen lassen. Es ist nur die Frage, wo treibt dieses Fischgesicht sich hier rum? Der kann ja jetzt hier überall sein. Das ist jetzt die Preisfrage. Da vorne haben wir wieder ein Feenkordial. Aber wie gesagt, es gibt immer... Ah, da ist er ja. Es gibt, glaube ich, zumindest zwei Feenkordiale, wo ich auch jetzt noch nicht wirklich reinkomme. So, ich will ihn schon mit Bomben füttern, seht ihr? So. Ne, ihr gebt natürlich Universalfutter als Happy Happy, ne? So, komm her. Und freeze. So. Hä, fängt es jetzt wieder an zu regnen? Ist gerade so dunkel. Das sagen wir mal Tee. So, aber jetzt. Turm der Götter. Einer alten Fischart kannst du trauen, wenn ich dir sage, dass dich dein Schicksal noch so manches Mal hierher führen wird. Und der Schlüssel zu deinem Schicksal ist zweifelsohne das Vermächtnis dieses alten Piratenkapitäns Dreyfus, oder wie der heißt. Und über den soll ein Kerl namens Tingle bestens Bescheid wissen. Das hat mir kürzlich eine Qualle gezwitschert. Nein, glaub mir, auf meine Quellen und Qualen ist Verlass, also merk dir meine Worte lieber gut, Jungchen. Das wär's soweit von mir. Also dann, bis die Tage. So, gut. Dann mache ich es jetzt aber mal so. Ich fahre jetzt mal nach Norden noch zu der einen Insel hier. Das ist jetzt, glaube ich, eh noch ein Feenkordial. Und dann fahre ich mal zur nördlichen Triangelinsel. Und zwar aus gutem Grund. So, also, ich werde das... brauche ich nicht schneien, bin eh gleich da. So, also ihr seht schon, der Turm der Götter ist ja wahrhaft riesig. Der ist meiner Meinung nach größer als der Berg von Draconia, also der Vulkan auf Draconia. Was ich auch so witzig finde, da hinten kann man ihn sogar sehen. Also da hinten kann man Draconia sehen und das eben ist der Turm der Götter. Also das sollte man halt nicht verwechseln. So, wow, hier ist ein fetter Lichtstrahl. So, da ich ja jetzt schon längst die Riesenbörse für 5000 Rubine habe, kann ich mir mal... Moment mal, ich sollte überhaupt mal meine ganzen Schatzkarten aufmachen, die ich jetzt gefunden habe. Nummer 6. Was haben wir noch? Nummer 30. Okay. So. Ja, warte mal. Erstmal lieber einzeichnen lassen, ist, glaube ich, gescheiter. Dann kann ich das nämlich gleich vergleichen. So. Schwupps. Ich glaube, das ist jetzt ein Feenkordial, wo ich noch nicht reinkomme. Bla 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 bla, ich bin ein Fischgesicht und kann zeichnen. Östliches Feenkordial. In Portemonnaie gibt es eine Auktion, und zwar immer nachts. Da versammeln sich doch glatt irgendwelche dekadenten Snobs in der Villa dieses Reichen und verlustrieren sich die ganze Nacht beim Geld verprassen. Bei einer Auktion braucht man jedenfalls vor allem zwei Tugenden, Geduld und Entschlossenheit. Unter den Exponanten sollen sich auch solche Kostbarkeiten wie gebrochene Herzen oder sowas ähnliches befinden. Mich hat das ja nicht weiter interessiert. Aber vielleicht wäre das ja was für dich, Jungchen. Das wär's soweit von mir, also dann, bis die Tage. So, ich weiß natürlich, dass es auf Portemonnaie eine Auktion gibt. So, da vorne ist jetzt der Lichtstrahl, der überhaupt nicht zu erreichen ist mit dieser Windrichtung. Toll. Egal. Kann ich ja gleich mal ändern. So, und da muss ich mal gucken, welche Schatzkarte mich dahin führt. So, weil das ist eigentlich so gedacht, dass man seine Seekarte aufruft mit der Insel und sich hier durch die Schatzkarten schaltet und dann vergleicht. Und das X markiert die Stelle. Also das ist in dem Fall, glaube ich, jetzt Schatzkarte Nummer 3. Und wenn dann mein... so, ich brauche natürlich den Greifhaken. Wenn mein Pfeil über dem X ist, dann bin ich richtig. Na, seht ihr? Jetzt am besten ganz langsam. Immer wieder kurz gucken. So, noch weiter. So. Und stopp.
So, das passt perfekt. Man kann es auch hören. Ja, kann man hören. Also, her mit dem Schatz. Bin mal gespannt, was da drin ist. Das kann ja alles Mögliche sein. Rubine oder Herzteile, whatever. Du hast einen silbernen Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 200 grüne Rubine. Mehr Glück kann dir kaum widerfahren. Boah, ist das nicht geil? 200 Rubine. So, wie zum... Hä, Leute, ich glaube, hier komme ich doch auch schon wieder rein. Das war schon wieder eine Fehlinformation für mich. Das tut mir so leid. Das ist einfach nur ein richtig fetter Felsen. Den kann ich ja auch wieder wegsprengen. Das heißt, hier drin bekomme ich das zweite Bombentaschen-Upgrade. So... Jawohl, da komme ich ja doch rein. Also die anderen beiden, ich glaube das westliche Feenkordial und das Dorn am Feenkordial sind dann die beiden, wo ich später meinen Bogen, also meinen Köcher vergrößern kann. Jetzt sieht man, hier ist sogar ein vertrockneter zantopischer Baum. Und ich bilde mir ein, es gibt auf jedem Feenkordial sogar einen blauen Schleim. Oder? Jupp! So, dann gib mal ein blaues Schleimschlee hier. So, hey, der Briefkasten zappelt. Sie haben Post. Guten Abend, ich habe einen Brief für Link. Hier ist der Brief. Puh, gleich mal ausgespuckt. Link, ich hoffe, es geht dir gut. Hast du auch genug von meiner Suppe? Ich wüsste zu gerne, wo du jetzt bist, aber vielleicht bist du ja gar nicht so weit fort. Hoffentlich hast du keinen Hunger, hoffentlich bist du nicht verletzt. Link, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich mir immer so viele Sorgen um dich mache, aber ich bin nun mal deine Großmutter. Ich habe dir meine Spatis mitgeschickt. Viel ist es zwar nicht, aber ich hoffe, das hilft ein wenig. Bitte scheue dich nicht, es auszugeben. Wenn nur du und Ariel bei mir sind, dann brauche ich sonst nichts mehr und bin wunschlos glücklich. Bitte kommt beide bald wieder gesund nach Hause. Deine Großmutter. Oh, und sie hat mir 20 Rubine mitgeschickt, das ist ja lieb. So, gut, na dann hole ich mir gleich mal das zweite Bombentaschen-Upgrade. Junge, der du die Winde erwächst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Queste zu erleichtern. Du kannst jetzt mehr Bomben mit dir führen. Maximal stehen dir nur 99 Bomben zur Verfügung, um einen Bombenspaß zu haben. Das ist echt geil. So, ja, labert wieder ihr Sätzchen. So, komm, verschwinde. Braucht dich nicht. So. Aber, wie gesagt, ich finde, die großen Feen in Wind Waker sind wirklich pottenhässlich. Also, in Ocarina of Time und Majora's Mask waren die wesentlich hübscher. So, na bitte, dann kann ich ja jetzt schon 99 Bomben tragen. Das ist richtig cool, aber um um mehr Pfeile tragen zu können, brauche ich noch einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Den bekomme ich aber dann zum Glück sogar schon bei der verwunschenen Bastion. So, von hier aus will ich jetzt nach Westen, zur nördlichen Triangelinsel. So. Also, Wind weht nach Westen. So, und was mir auch nicht passt, ist, dass es Nacht ist. Also, kleine Tag- und Nachtmusik, walte deines Amtes. Schon besser, aber das Wetter nicht unbedingt. So, ich fahre jetzt aus gutem Grund zur nördlichen Triangelinsel, weil, wenn ihr euch noch zurückerinnert, gab es ja da diesen riesigen Wirbelsturm, der vom Zyklos, dem Windgott des Wind, dem Bruder des Windgottes Zephos, beschworen wurde. Und jetzt, da ich den Bogen habe, kann ich ihn endlich quasi besiegen und wieder zur Vernunft bringen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder bei der nördlichen Triangelinsel, meine lieben Freunde.
So, meine lieben Freunde, da bin ich und da ist doch dieser riesige Wirbelsturm. Und übrigens, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt schon die Fotobox Deluxe habt, dann müsst ihr es wirklich schaffen, Zyklus innerhalb des Wirbelsturms zu fotografieren. Weil wenn er verschwindet, hat man keine Möglichkeit mehr, ihn zu fotografieren. Weil seinen Bruder kann man nicht fotografieren, der taucht nämlich nur in dieser einen einzigen Zwischensequenz auf. Wenigstens werden beide Figuren erstellt, wenn man ihn hier fotografieren kann, aber das mache ich jetzt trotzdem absichtlich nicht, weil ich dazu keinen Bock habe und ich euch sowieso meinen privaten Spielstand zeige. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ihn dreimal zu treffen. So, einfach wirklich direkt mal reinfahren, aber nur, wenn man den Bogen hat. So, da ist er. Dreistes Menschlein, dass das wagt, sich unverfroren einem Gott zu nähern. Spüre den Zorn von Zyklus, des Gottes des Windes, und sei hinfortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm. So, und jetzt muss ich auch richtig schnell sein. So. Ich muss ihn dreimal treffen, bevor der Wirbelsturm mich hinfortweht. So. Und geschafft. Das war auch gar nicht mal schwer. So. Und der Wirbelsturm ist zum Glück weg. Wirklich imponierend, Junge. Der ist genauso klein. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Ja, er bringt mir ein neues Lied bei. Ein Vierertaktlied. Du hast den Kanon des Sturmes erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell wie der Wind das große, weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Tja, ich mach mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge! Ach, endlich habe ich dieses Lied erlernt. Ich kann mich jetzt in diesem Spiel teleportieren. Allerdings nur zu ganz bestimmten Inseln. Tja, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Portemonnaie? Oder, naja, direkt zur vermutschenden Passion kann ich mich nicht teleportieren. So, die großen Inseln hier so. Machen wir jetzt, ich glaube, nach Portemonnaie, hä? Oder, nee, Quatsch. Ich will euch jetzt endlich mal zeigen, wie das mit den Figuren funktioniert. Also wirbel ich mich mal nach Tantopia. Passt mal auf. So, hier auf der Seekarte kann ich jetzt meinen Zielort auswählen. Und das sind, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Inseln. Eine davon habe ich noch gar nicht mal eingezeichnet, aber die anderen... Haben wir hier Portemonnaie, nach Draconia kann ich, zu Tingis Insel kann ich, nach Ichthusk zum Turm der Götter, zum südlichen Feenkordial, warum auch immer, nach Tantopia und natürlich auch nach Präludin. Aber jetzt will ich, wie gesagt, mal nach Tantopia, bitte. Nach Tantopia wirbeln? Ja! Ach ja, endlich sind lange Seefahrten kein Thema mehr, weil ich mir das jetzt mit dem Kanon des Sturmes schön abkürzen kann. So, und wie versprochen zeige ich euch jetzt endlich, wie das mit diesen Mini-Nintendo-Figuren funktioniert. So, wie gesagt, den Eingang habe ich ja schon längst geöffnet. Für die, die das nicht gemacht haben, man muss einfach vom Ausgang, wo man zum verbotenen Hain gelangen kann, mit dem Dekoblatt hier auf diese Insel fliegen und dann mit einer Putt-Putt-Frucht eine Möwe rufen und einen Kristallschalter auf der Hauptinsel aktivieren, nämlich den dort hinten. Wenn man ihn sehen kann, den da hinten, dann öffnet sich hier die Luke und die Leiter kommt runter. Und ja, jetzt, da ich ja die Fotobox Deluxe habe und Fahrfotos machen kann, kann ich mir endlich Figuren machen lassen. So, und das funktioniert wie folgt. Ich wähle ihn einfach an. Haben wir denn da jetzt? Nehmen wir mal ihn hier. Immanuel Koch für den Fotografen. Lichtbild herzeigen? Ja.
Oh, 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 ho, 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 welch inspirierendes Motiv! Mich kribbelt's in den Fingern, ich muss sofort eine Figur noch anfertigen. Dann lass mich mal ein zeitloses Kunstwerk erschaffen. Wie sagtest du, war dein Name gleich? Link? Link, ab heute darfst du dich auch zu meinen Mitgliedern zählen. Bis morgen sollte ich deine Figur fertig haben. Wenn du Zeit hast, dann schau doch einfach mal rein. Ja, es dauert wie gesagt jetzt einen Tag, jetzt gehe ich mal wieder raus. So, ihr habt es ja eben gerade gehört. Ein ganzer Tag braucht der Typ da, um mir eine Figur zu machen. Das Ganze kann man natürlich jetzt mit der kleinen Tag- und Nachtmusik wunderbar beschleunigen. Also, einfach zweimal die kleine Tag- und Nachtmusik spielen, dann vergeht ja ein ganzer Tag. So, und jetzt einfach wieder ansprechen. Sei mir gegrüßt, Link. Ich habe die Figur für dich fertig. Ich muss mich nochmal bei dir bedanken, dass ich mal seit längerem wieder etwas so Inspirierendes anfertigen konnte. Geh doch durch die Tür in den Ausstellungsraum und sieh sie dir gleich mal an. Ich habe sie im zweiten Raum rechts von mir aufgestellt. So, zweiter Raum rechts von ihm. Na klar, es ist ja auch eine Figur vom Portemonnaie. Es gibt hier mehrere Türen, denn die ganzen Figuren sind nach Kategorien unterteilt. Hier hätten wir Figuren von Tantopia, Figuren von Draconia, Figuren von gewöhnlichen Gegnern, Figuren von Bossgegnern, Figuren von Präludien, Figuren von Portemonnaie und weitere Figuren. So, das heißt, ich gehe jetzt einmal hier rein und dann befindet sich hier drin natürlich jetzt die Figur von Immanuel Kokfer, dem Fotografen. So, es sind ganz, ganz viele leere Podeste und hier haben wir mal seine Figur. So, es gibt sogar eine Erklärung dazu. Fotomeister Immanuel Kokfer. Herkunft unbekannt, Charakter etwas undurchsichtig. Wer Lichtbilder schätzt, schätzt auch ihn. Ein Meister seines Fachs und aufgrund seiner etwas geheimnisvollen Art sehr beliebt bei den Damenportemonnaies. Ja, man kann hier richtig schön noch so rundherum. So, kann sogar mit dem C-Stick ran und rauszoomen, was ich sehr toll finde. Das ist meiner Meinung nach das tollste Future im ganzen Spiel. Also mal abgesehen von der ganzen Hauptstory, wie das Spiel an sich so vom Gameplay aufgebaut ist. Ich finde, das ist eine so tolle Idee. So eine tolle Idee, dass die Entwickler das eingebaut haben. Und wie gesagt, ihr seht ja, jedes Podest steht für eine Figur, die man anfertigen lassen kann. Und da das eben so extrem lange dauern würde, dass ich hier 134 Figuren machen lasse, werde ich das eben so regeln, dass ich nach Ende dieses Let's Plays einen Bonus-Part drehen werde, wo ihr in meinem privaten Spielstand alle 134 Figuren bestaunen dürft. So, kann ich gleich mal wieder rausgehen. Ja, und dann kann ich ihm gleich mal das Foto von Quartoxuma geben. So. Und schon wieder, oh, 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 welch inspirierendes Motiv. Mich kribbelt's in den Fingern, ich muss sofort eine Figur noch anfertigen. Dann lass mich mal ein zeitloses Kunstwerk erschaffen. Also dann, wie immer werde ich bis morgen deine Figur fertig haben, freue ich schon mal drauf. Ja, ich kann sogar ihn selbst fotografieren und ihn hier kann ich auch fotografieren, gibt's auch Figuren davon. Ja, und wie gesagt, das ist eigentlich nur für die Leute, die wirklich Sammeltypen sind, also eigentlich eher so auch wie ich. Das braucht man nicht, um das Spiel abschließen zu können, aber da es ein 100%-Run werden soll, mache ich das natürlich für euch, in gewisser Art und Weise. Und ja, die einzige Person im Spiel, die man natürlich, abgesehen jetzt von diesen legendären Lichtbildern, also das sind Personen, die man immer nur in Zwischensequenzen sieht, deren Fotos bekommt man dann auch von Immanuel Kokfer, muss man allerdings kaufen. Die einzige weitere Person, die man nicht fotografieren kann, ist Link selbst.
Weil von ihm und vom Roten Leuenkönig quasi gemeinsam bekommt man dann eine Bonusfigur geschenkt. Die bekommt man aber nur, wenn man alle anderen Figuren hat. Also wenn man alle anderen Figuren hier quasi anfertigen hat lassen, dann verschwindet der Typ sogar aus der Nintendo-Galerie, also dann ist er für immer weg. Kommt im Spiel auch nirgendwo mehr vor. Aber zum Dank stelle mir dann in den Raum dann noch eine Figur von Link und dem Roten Leuenkönig. Und das ist quasi dann noch eine tolle Belohnung, wenn man wirklich alle Figuren hat. Gut, als nächstes... was mache ich eigentlich als nächstes? Schon gar nicht mehr. Was mich jetzt interessieren würde, welche Terrorhändler verkaufen denn jetzt eigentlich sogar Pfeile? Müssen ja auch ein paar. Ich nehme nicht an, dass der auf Tantopia welche verkauft. So, wenn wir kurz gucken. So, falsche Windrichtung, Vollidiot. Na gut, kann ich nichts dafür. Also, Link kann nichts dafür, ich sehr wohl. So, komm, ja, nach Osten. So. Gibt ja auch noch, wie ihr sehen könnt, ganz schön viele Inseln, die ich noch gar nicht mal eingezeichnet habe. So. Hey! Ja klar, Terry fährt es auch noch von mir weg, der Vollpfosten. So geht's ja mal gar nicht. Bleib stehen, du Sau! So, bleib gefälligst hier. Ich will nachsehen, ob du mir Pfeile verkaufen willst. Aber ich wette nicht. Ja, das war ja eh klar, ne? Keine Pfeile im Sortiment, so ein Schwachkopf. Na gut, was soll ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Oder soll ich wirklich schon zur Funktion Bastion? Naja, könnte ich schon machen. Könnte ich, aber... Naja, ich weiß nicht. Von hier so, ich... Weiß gar nicht. Das so machen oder so? Oder? Ach, wisst ihr was? Ich werde jetzt mal ein paar Inseln. Oder? Nee, wisst ihr was? Ich teleportiere mich einfach in der Portemonnaie und dann mache ich hier Schluss. Dann werde ich den Part beenden. Im nächsten Part werde ich dann aber noch ein paar Inseln einzeichnen und dann geht's zur verwunschenen Bastion. So, weil ihr seht ja. Zur vermutlichen Version komme ich nicht direkt und witzigerweise ist die Insel, die am nächsten dran ist, sogar eine, wo ich von dort aus nicht zur vermutlichen Version komme. Das ist eine ganz, ganz spezielle Insel. Will ich aber nicht zu viel verraten für die, die das Spiel nicht kennen sollten. Deswegen lieber nach Portemonnaie, bitte! Jawohl. So, jetzt bin ich endlich wieder mal auf Portemonnaie. So, gut. Wartet mal, eine Sache kann ich ja noch machen. Ich drehe den Wind jetzt mal nach Norden. So. Schwupps. Hätte ich theoretisch eigentlich schon auch viel früher machen können, aber hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Wenn der Wind jetzt nach Norden weht, bin ich in der Lage, das große Riesenrad wieder in Gang zu setzen. Und zwar gibt es hier irgendwo jetzt einen Schalter, den ich jetzt nur finden muss. Ich glaube, der ist irgendwo hier. Genau, hier muss ich jetzt hier so lang. So, hier vorbei. Hier die Leiter hoch. Und dann ist hier oben ein Schalter, auf den ich draufsteigen muss. Aber das Windrad springt nur an, wenn der Wind in Richtung Norden weht. So. Ja, genau, hier haben wir jetzt den Schalter und wenn der Wind nach Norden weht, dann passiert das hier. Das Riesenrad dreht sich endlich wieder. Sehr schön. Gut. Aua. Boah, das war ein bisschen zu hoch. So. Oh, und neuerdings hat Tsunari ein neues Angebot. Seht mal.
Wenn du kondensieren willst, lass uns das doch bitte an der Theke machen. Okay, also hier. So. Was hast denn du zu sagen? Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Siegel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab mit meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Herrje, nicht mal eine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier in der Stadt sonst nirgendwo bekommt. Ja, das wär's. Wirklich seltene Waren, meine ich. Den großen Reibach machen, Geld scheffeln. Aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, ist doch klar. Ja, ja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. So, dann spreche ich dich gleich nochmal an. Oh, mein Freund, täuschen mich meine frostgebeutelten Augen oder ist das tatsächlich eine Posttasche, die du dabei dir hast? Weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Bitte an dich, mein Freund. Worum geht's? Ich wusste es doch. Du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich reden, mein Freund. Also, es könnte etwas länger dauern. Daher passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment weniger bis genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaff mir neue Waren. Mach dich auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen, verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir soweit folgen, ja? Gänzlich. Wunderbar, dann sind wir jetzt ab sofort Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Will dir gleich mal was überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen! Du hast eine Stadtblume erhalten, eine kleine Blume, eine Zierde für jedes Stadtbild. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde, wähle im Item-Menü die Posttasche aus, lege sie auf XYZ und versuche dein Glück. Damit kannst du dein erstes Hausgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also, auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnungen in dich. Ja, warum das alles? Einer der Neptunusse hat mir ja erzählt, dass sich in seinem Besitz ein Item namens magische Barriere befindet und das bekomme ich nur, wenn ich ganz, ganz viele Waren tausche. Und diese fliegenden Händler, von denen gibt es insgesamt 3 auf dem großen weiten Meer, auf 3 bestimmten Inseln. Und jeder von denen hat andere Waren dabei. Am Anfang ist es, glaube ich, noch egal, da kann ich zu jedem x-beliebigen hinfahren und dem die Stadtblume tauschen, da bekomme ich eine andere dafür. Und dann kriegt er sie auch hierhin geliefert. Und ich werde das natürlich so weit machen, dass ich wirklich alle Waren habe, weil sein Stand wird dann, glaube ich, noch bis hier gehen ungefähr. Also der wird dann noch vergrößert. So, das Ganze wegen meinem 100% Run werde ich das natürlich machen. Aber das wird noch sehr lange dauern, weil immer wenn ich so eine Ware tausche, muss ich eine kleine Gebühr zahlen. Das heißt, ich brauche Rubine dafür. Und das werde ich halt jetzt ein bisschen später machen, wenn ich noch mehr Geld habe. Aber gut, das ist halt schon mal vorgemerkt. So, gut, Freunde. Dann werde ich jetzt aber diesen Part mal beenden. Und im nächsten Part werde ich mich dann wohl oder übel wirklich schon zur vermutlichen Bastion aufmachen, um Aryl endlich zu retten. Weil mit dem Masterschwert bin ich einfach nur unschlagbar. Also freut euch auf den nächsten Part. Tschüss!